heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Freunde, nicht wundern, für die, die gerade... Ganz kurz, auch wenn du gerade live bist, ja. Erstmal herzlich willkommen zu meinem Video, Leute. Jetzt kannst du vielleicht mit deinem Chat kurz reden. Danke dafür, das reicht doch schon an der Kommunikation mit deinen Leuten. Wir haben heute den Standard-Skill dabei, meine Freunde. Wir droppen beide den Tilted Standard-Skill. Ja. Wir zwei haben noch eine Rechnung offen, ja? Und ich dachte mir, es wäre Zeit für ein Sniper- bzw. Jagdgewehr-Only, ohne Bauen, ohne Aim-Assist in Tilted Tower. Auf geht's, Digga. Willst du mich verarschen? Warum denn, Digga? Warum? Ey, ohne Spaß, das ist der größte Müll. Ich spiele auf PlayStation. Okay, du darfst Aim-Assist benutzen, aber ohne Bauen. Ohne Aim-Assist, pass auf, wir spielen ein bisschen Heiden. Bist du dumm? Es gibt keine Aim-Assist in Dings. Natürlich gibt es den auf Konsole, Alter. Es gibt keine Aim-Assist im Spiel, wie Hä, ist der komplett aus? Ja, der ist aus. Ja, erzähl mir doch keinen, Digga. Lüg mich nicht an, du kleiner Kobold, Alter. Du machst mich so aggressiv. Junge, pass auf. Ey, hör mir jetzt erstmal zu für die Spielregeln, okay? Wir beide suchen uns jetzt ein Jagdgewehr, verstecken uns in Tilted und müssen es mit dem Jagdgewehr gegenseitig suchen und töten. Keine anderen Waffen, Schilde sind erlaubt, okay? Jagdgewehr nur, Jagdgewehr only. Und wenn, Digga, wenn du jetzt gleich anfängst zu bauen oder es tatsächlich einen Aim Assist gibt, dann bist du der größte Unehrenmann, den es auf der ganzen Welt gibt. Ey, du bist echt der dümmste Mensch, den es gibt. Es gibt im Spiel, die sind nicht für PlayStation. Lieber iCrimex, ja. Gibt es in der Spielwiese den Aim Assist? Nee. Was ist das denn? Als ob das stimmt, ja. Junge. Dann sind die Fronten ja geklärt. Hol dir ein grünes Jagdgewehr, Ich hab meins. Ich such doch eins. Hey, Max, du wirklich Maul, geredet, Alter. Was ist da mit Max wie schon wieder los, Junge? Was denkt der, wer er ist, oder? Mal ganz ehrlich, Stück Alter. Scheiß, Alter. Denk dran, es wird nicht gebaut. Es darf abgebaut werden. Ne? Digga, ich seh gleich schon wieder, wie du mich wie mit Double Pump einfach pushst, du Unehrenhafter. Warum bist du eigentlich so ein Esel? Ich bin kein Esel, Digga. Ich bin der ruhigste und beste Mensch der Welt, Alter. Ich bin der liebste und beste Mensch. Ey, ich finde keine Dings, ne? Ich finde keine Jagdgewehr. Das ist unmöglich, die Challenge. Die ganze Zeit, Philipp, die Challenge ist sicherlich nicht unmöglich. Die ist unmöglich. Philipp, es geht nur darum, dass du ein grünes Jagdgewehr findest. So schwer sollte das nicht sein. Ich habe noch eins gefunden, komm her. Ja, nice. So, wichtig ist, Philipp, wenn jemand tot ist, killen des anderen ist halt nicht erlaubt. Also killen, das heißt killen schon. Aber halt den anderen looten ist halt schwachsinnig, weil das müssen wir die ganze Zeit suchen. Aha, wo bist du denn jetzt? Ja, komm in das Haus rein. In welches? Neben Big Ben? Digga, was habe ich denn markiert, Philipp? Es wird nicht gebaut, hast du nicht gehört? So, ja, ich dachte jetzt ist... ich fall runter. Ich dachte, jetzt ist Bauen noch erlaubt. Nein! Darf man Bounce-Pads placen? Philipp, es geht rein darum, dass wir uns gegenseitig mit dem Jagdgewehr... Philipp, habe ich gesagt, es geht los? Ach so, ja. Habe ich gesagt, es geht los, du Vogel? Philipp, habe ich gesagt, es geht los? Hör auf jetzt. Nee, geht jetzt noch nicht los. Nein, es geht nicht direkt los. Es geht... Boah, Junge, bist du nervig heute, Alter. Disco, Disco, Bruder. Ist ja der anstrengendste Mensch der Welt, der Kerl. Auf geht's. Okay, bist du soweit ready? Okay, ich bin ready. Okay, let's go. Also das ist wie Suche und Verstecken. Muss man da unauffällig unterwegs sein oder eher auffällig? Man kann auch schon unauffällig unterwegs sein. Hab einen Unfall gebaut. Du hast einen Unfall gebaut? Ja, ich fahre hier mit Renny den Renneinkaufswagen. Wer ist Renny der Renneinkaufswagen? Ja, den habe ich hier gerade. Warum? Ja, weil ich es kann. Ja, aber du musst dich doch erstmal finden, Philipp. Ja, ich such dich doch schon. Ich fahre die ganze Zeit rum. Das ist wie so eine Patrouille, mit der ich dich hier mache, weißt du? So, alles klar, 1-0, Digga. Mach dein Mund aus, du Pisser, Mann. Du kleiner Camper, Alter. Was ein unehrenhafter Camper. Nee, Digga, was hat das mit unehrenhaft zu tun? Ehrenmann, er freut sich, dass er campt. Ich hab alles 100% nach Regeln gespielt. Du glaubst nicht mal, wie ich auf dieses Gebäude hochgekommen bin, Digga. Mann, war das lecker. Ja, du bist auf jeden Fall. Du bist einfach die Treppen hochgelaufen. Nee, aber wie kommt man denn auf die oberste Etage? Man muss ein bisschen jump'n'run, mein Freund. Ne? Oh, jetzt macht er hier seine Minecraft-Tricks, Digga. Ja, ja, ist okay, gut. Okay, du willst das wirklich hier auf ernste Basis, merke ich schon, willst du spielen, ne? So richtig auf ernste Basis. Also, Philipp, das war meine Intention. So, es ging schon darum, dass wir jetzt halt hier battlen, ne? Also. Ja, okay, ich spiel jetzt auch ein bisschen. Ich spiel jetzt wirklich safe. Okay, okay, okay. Ich bin gespannt. Aha! Aha! Versteckst dich wieder in der Bude, ne? Du Unehrenmann. Philipp, es geht darum snipen, Digga. Es geht darum snipen. Warum sollte ich mich denn hier offen rumlaufen, Alter? Jagdgewehr-Action ist schon lecker, ne? Ja, ja, ist schon lecker. Kann ich anders sagen. Hey! Ey, ey, Philipp, ey! Junge, du Camper, komm da runter, sonst klopp ich dich da runter. Alles klar, Philipp. Disco, Disco! Haben wir schon so vereinbart, dass wir das dürfen, oder? Du hast nicht gesagt, dass wir es nicht dürfen. Boah, Digga, jetzt wird's unangenehm. Alter, jetzt wird's richtig unangenehm. Nein! Oh! Oh! Ciao, Bella!
Bruder. Oh. Philipp. Philipp, Philipp, Philipp. Ja, ich kann nur so ein Glück haben. Da, Glück? Ich sag immer so, Glück ist der Skill, den andere nicht haben, weißt du? Ach komm, hör auf, so eine Scheiße. Boah, Digga. Das war, weil das war. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, da ist schon. Da, also da ist schon ein bisschen Glück dabei, ne? Na gut, man muss natürlich jetzt auch sagen, du hast glaube ich auch einen kranken Nachteil, einfach dank fehlendem Auto-Aim. Das ist einfach so, du bist halt gewöhnt damit zu spielen. Ja, klar, so, Nachteil, ne? Also das darf man nicht ausblenden, so, das ist halt so. Okay, ich bin wieder ready. Okay, Bro, ich habe mich entfernt vom Ort des Geschehens. Ja, aus, okay. Als fairer Sportsmann. Du hast mich schon gesehen, ne? Nee, ich hab dich noch nicht gesehen. Schade eigentlich, oder? Wo bist du denn? Bist du schon wieder am Verstecken, wa? Ich bin, Digga, ich bin Hide and Seek Champion, Alter. Ja, weil das auch ein Spiel für Noobs ist. Ah, ich sehe dich schon, deiner Idiot. Ey, kannst du mal bitte von diesen ganzen Häusern runtergehen? Das ist doch kacke, wir Mann. Machen doch ein Sniper-Battle, Alter. Ja, das macht doch gar keinen Bock, wenn du da die ganze Zeit auf den Häusern rumcampst. Ja, Philipp, darum geht es doch. Ja, komm ich jetzt auch aus Haus, mir egal. Piss dich, Mann! Oh, wenn der getroffen, das wäre heftig. Nein, ich trottel! Oh mein Gott, ich bin abgerutscht, Digga. 2-1. Ja, lass mal mein Schatz liegen, Digga. 2-1. Ey. Ohne Spaß, du bist der meiste Polizei. Oh, Junge. Kann das sein? Ich bin abgerutscht. Belastend, Digga. Ich brauche noch nicht mal was machen und gewinne hier schon. Easy, Mann. Oh, Mann, Junge. Bist du ready? Warte, zieh mich gerade mit Tränken hoch. Er kommt natürlich in mein Haus rein. Digga, du gehst mir auf den Sack mit deinen Scheiß. Mit deinen Scheiß hochspringen irgendwo. Das nervt, merkst du das nicht? Junge, Philipp! Das ja, nervt! Nein, das nervt nicht, weil das fair ist. Ist ja überhaupt nicht fair. Boah! Was? Hä? Wie dumm ist das? Guck mal. Jetzt geht's, Digga. Das war ein Bug gerade gewesen. Ey, Philipp, das haben wir nicht gesagt. Ich hab gesagt, ist nicht erlaubt. Ist verboten? Ja, hab ich doch gesagt. Ach, hab ich vergessen. Ey, du butzt uns die selber. Ja, Digga. Oh. Philipp, ey, stopp, Philipp. Das zählt nicht. Digga, nein, Philipp, ich schwöre dir, das zählt nicht. Digga. Nein. Doch, ich hab vorher. Ey, nein. Das zählt. Gib die Tränke zurück erstmal, Philipp. Philipp, Digga, das zählt. Also, guck mal, den einen. Nein, ey! Hör mir zu, Philipp! Zwei. Den Kill, wo ich gestorben bin, den rechne ich dir an. Aber ich hab vorher gesagt, hallo, hör mir mal zu. Ich hab gesagt, keine Bounce-Pads. Ohne Bounce-Pad wärst du gar nicht erst da hochgekommen, Digga. Weißt du, was ich meine? Zwei. Okay, du siehst hier oben im Score, Philipp, da steht kein 2, da steht immer noch 2-1. Da steht immer noch 2-1. Nein, du siehst da gar nichts. Da steht 2-2. Du siehst da nichts. Da steht 2-2. Nein, tut er nicht. Steht da nicht, Philipp. Philipp, schau, wenn du ein Sportsman bist, nein, musst du. Nein, wenn du ein Sportsman bist, 2-2. Philipp, tut mir leid. Kann ich nicht akzeptieren. Kann ich? Doch, kannst du. Schade. Ich dachte, du wärst ein Kumpel, aber. Naja. Jetzt kommt er wieder auf die Schiene. Nee, Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich, oder? Zeiten ändern mich, Zeiten ändern dich. Zeiten ändern sich auch generell. Ja, das stimmt. Ey, geht's schon weiter, oder was? Natürlich, Digga. Ey, Junge! Unglaublich Hits hier von meiner Seite, Alter. Unglaublich, wa? Ja, weil du wieder am Schimmeln bist. Ich bin nicht am Schimmeln, Alter. Boah, war der Klaus, Alter. Der war Klaus, wa? Der war Klaus. Der war auch Klaus. Das war ein Hit, Bruder. Was ist da los? Ja, Philipp, in der Theorie würde ich jetzt fast schon sagen, das Video ist hier vorbei. Was? Aber. Was? Ja, es ist ja 3-2, ich habe gesagt, also, ne? Jetzt auf einmal steht es 3-2, nee, ja, die, jetzt ist es schon vorbei, ja, selbst, ja, Philipp, selbst wenn es jetzt. Schau mal, wir haben gesagt Best of 5. In der Theorie. Ja, erst aber, mal jetzt. Aber, Philipp, aber, ey, aber. Nee. Jede Sekunde das finde ich unfair. Mach ich nicht, aber ich würde sagen, ich Philipp, wir spielen jetzt einfach noch eine Runde, einfach zum hinten dranhängen, eine Runde Hide and Seek, okay? Hide and Seek, Digga. Einer ich versteckt kenne sich. Hide and Seek nicht. Und dann mit dem Jagdgewehr sich gegenseitig jagen, okay? Digga, hier. Das machen wir doch die ganze Zeit. Nee, aber immer richtig verstecken, dann Close Range gehen. Weißt du, was ich meine? Philipp, was machst du? Philipp, was tust du hier schon wieder? Ich auseinandernehmen. Du hast zwei Jagdgewehre, das ist ein bisschen unfair. Nee, ist gar nicht unfair. Ich habe keine Munition mehr, das ist ein bisschen unfair tatsächlich. Ich habe keine Munition, hör auf! Oh, habe ich doch. Ach du Lügner, Digga. Okay, Philipp. Also, alles im Ehren. Ich halte dir deinen Skill in Ehren, weil das Ding ist, du hast kein Auto-Aim. Von daher passt das schon. Ich glaube, mit Auto-Aim, seien wir ehrlich, Digga, du bist auf PlayStation. Ja, ich spiele allgemein, Digga, auf Konsole ist allgemein. Du wärst Aim, also Snipen ist auf Konsole so schwerer. Aber wenn wir jetzt gespielt hätten mit Bauen und Shotgun, Philipp hätte mich komplett auseinandergenommen. Ist einfach so. Ich weiß nicht, Digga, du bist schon ein Killer, muss ich sagen. Nein. Aber du bist schon, also was sowas angeht, so aggressives Pushen, keine Chance, Leute. Keine Chance. In Ecken campen und Snipen, das kann ich, aber den Rest halt nicht. Philipp. Sollen wir noch eine Runde Hide and Seek richtig schön klassisch spielen mit Hochzählen und allem drum und dran? Der nämlich jetzt gerade ausgegangen ist. Gerne.
Das Ding ist halt, man muss halt auch einfach sagen, am PC, es ist halt wirklich einfacher, ne? Also mit Maus, so wenn man ein bisschen Mausgefühl hat und halt andere, bei mir ist halt durch CSGO so ein bisschen das Aim gekommen. Ich würde sagen, ganz klassisches Hide and Seek, wir verstecken uns einfach irgendwo. Hm? Ja, wer sucht? Soll ich suchen? Ja, such du mal. Okay, okay. Also ganz Tilted Towers kann ich mich ganz jetzt verstecken, kannst das ist total unfair. Verstecken? Ja, ich finde dich schon, ich finde dich schon, keine Sorge. Also du willst mich finden, okay? Ich dreh mich rum und zähle. 1, 11. Hörst du auf mich zu snipen, Digga? Ja, okay. Also ich warte, du findest mich nicht. Ja, du komm. Okay, ich bin gespannt. Das ich nehme erstmal Fallschaden Digga. Mit, Junge. Schmerzhaft angelegt. Das ist zu heftig. Ist es ein Assi-Versteck? Also ich find's krass, sag ich dir ganz ehrlich. Okay, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob du das findest. Was ist, okay, ich muss gerade überlegen. Tilted hat schon so ein paar Ecken, die wirklich echt räudig sind, ne? Boah, Digga, Tilted ist halt so groß. Also ich sag dir ganz ehrlich, ne? Wenn du mich findest, dann bist du wirklich krass, weil ich würde da niemals jemanden finden. Okay, wenn du den Move jetzt gebracht hast, Alter, es gibt nämlich einen so einen kleinen Hide-and-Seek-Move. Also ich sag dir das, man kommt da überall hin, jedenfalls. Okay, krass. Also was ich gerade gemacht habe, ist ganz cool, weil du kannst halt unten in der Tankstelle, wenn du die Kisten nicht abbaust und oben drüber gehst, kannst du trotzdem unten rein. Das heißt, die meisten Leute gehen gar nicht erst da unten gucken, weil es halt so aus, als wäre da keiner, aber da bist du schon mal nicht. Boah, Junge, wo hängt der denn, Alter? Ah, ich bin ganz eklig. Ganz, ganz eklig. Durch das neue Gebäude gibt's auch so ein paar Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, locker unter der Treppe. Nee, unter der Treppe ist zu billig. Du hängst dich unter irgendeiner Treppe. Das passt nicht zu dir, Digga. Du bist cleverer. Du hängst dich irgendwo unter der Treppe. Ich hab jetzt selbst. Ich kann dir ein paar Tipps geben. Okay, okay, okay. Also, ich hab dich schon gehört. Ich höre dich gerade. Du hörst mich gerade? Ja, ich hab dich gerade gehört, wo du hier gelaufen bist. Keine Ahnung, wo du genau gerade gewesen bist, aber wo du gesagt hast, irgendwas mit Treppe. Da hab ich dich gehört. Boah. Philipp. Nein! Alter, Scheiße. Ey, ich musste wirklich zweimal hingucken. Ich musste zweimal hingucken, ob da wirklich jemand sitzt, ne? Das ist krass, ne? Das ist schon heftig. Pass auf, ich versteck mich jetzt, okay? Okay. Und dann würde ich sagen, nur eine Runde zum Abschluss. Boah, ich hab nämlich das ekelhafte Versteck überhaupt, Alter. Könnte sein, dass du das sogar schon kennst. Ja, weiß ich, bin eigentlich so ein Hide-and-Seek-Typ. Ich gucke eigentlich nicht so geheime Stellen. Das Problem ist, ich übersehe das auch immer heftig, aber. Das wär jetzt halt ein kranker Minus-Move, wenn du den jetzt kennen würdest im Spot. Aber okay, du kannst schon theoretisch kommen. Du kannst direkt deine Sachen packen und ja, so. Ja, gut, ich pack jetzt meine Sachen. Ich werde mich nicht wehren. Du kannst mir direkt Skill geben. Ja, Tilde ist auch extrem groß, ne? Das ist schwierig. Boah, wenn du wüsstest, Alter. Wenn du gerade wüsstest, ne? Ah, Digga. Ja, wenn du schon sowas Komisches sagst, dann. Oh Junge. Das ist ganz schön kritisch gerade. Dann verarsch mich gerade, ne? Nee. Oh Philipp, ich kann dir eins sagen, ich hab dich gerade eben gehört. Du hast irgendwas gebaut, glaube ich Steintreppen oder sowas könnte es gewesen sein. Ja, ja. Oh Gott. Okay, ich kann dir noch was sagen, ich höre dich gerade schon wieder. Okay, du hörst mich gerade schon wieder. Ich glaube, du bist nämlich hier im Tunnel. Ach, Mann. Wo ist denn bloß der Revi? Ich weiß, wo du bist. Na, kriegst schon Schiss, wa? Nee, alles gut. Der sitzt da bestimmt. Hier unterm Auto bestimmt. Philipp, nein! Muss los, Bruder! Abflug! Hittet! Oh, okay, ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Ey Philipp, ich schwöre dir, bist du wirklich, hast du mich nicht gesehen? Na, gerade zum Schluss habe ich dich ein bisschen verarscht, Digga. Hab ich schon gesehen. Okay. Ich am LKW einmal vorbei. Beim ersten Mal hast du mich nicht gesehen. Oh, ich dachte gerade schon. Oh mein Gott, ich hab in der Kamera mein Gesicht verzogen. Ich so, nein. Ja, ich glaub das. Nie im Leben, Alter. Oh mein Gott. Das war schon ganz gut, Digga. Oh mein Gott, richtig stark. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall von diesem leckeren Video mit Standards geht. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, Leute. Die Tage gibt es sicherlich nochmal das ein oder andere Video mit ihm zu sehen. Halt Sieg oder anderen Kroms. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und ja, vergesst nicht, den Boy zu abonnieren. Lasst bei mir unbedingt ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Kuss auf eure Augen. Tschüsschen.